Unwetter in der Schweiz am Samstag und in der Nacht auf Sonntag haben 4 Todesopfer gefordert. Im Tessiner Maggiatal wird eine dritte Leiche gefunden. Und auch im Kanton Wallis stirbt eine Person, teilen die Behörden mit. Im Gebiet Fontana im Kanton Tessin bergen Retter und Retterinnen der Rettungsflugwacht am Sonntag zuvor bereits 2 Tote. Die Identifikation der Opfer läuft. Das schlechte Wetter erschwert die Rettungsarbeiten. Die Straße durch das Maggiatal ist unterbrochen, mehrere Seitentäler sind auf dem Landweg nicht mehr erreichbar. Campingplätze entlang der Maggia werden evakuiert und in betroffenen Gebieten fallen Strom- und Internetverbindungen aus. Im Tessin und Zermatt kommt es zu Überschwemmungen. Die Ronne im Wallis tritt an mehreren Stellen über die Ufer. Der Höchststand des Ronne-Hochwassers wird in der Nacht auf Sonntag im Oberwallis erreicht. Im Unterwallis wird er am Vormittag erwartet. Die Walliser Kantonsbehörden rufen für die Ronne die Alarmstufe aus. Bereits am Samstagnachmittag erfolgt dies für die Nebenflüsse der Ronne. Bahnverkehr um Rides ist wegen Hochwassers eingeschränkt. Auf der Strecke Visp-Andermatt kommt es zu Unterbrechungen. Das Naturgefahrenportal des Bundes warnt vor Hochwassergefahr für die Ronne und in der Mündung Saltina bis zum Genfersee. Auf der Plattform X kursieren Videos von Überschwemmungen in der Gemeinde Zermatt. Das Bundesamt für Straße Astra meldet die Sperrung der Zubringerstraße zwischen Tesch und Zermatt wegen Hochwassers.